Hi Leute und hallo auch Leute auf Genie, die jetzt über Genie zu mir gekommen sind. Das hier wird eine kleine Zusammenarbeit mit Genie. Meinen Abonnenten habe ich das schon angekündigt und vorneweg schon ein Infovideo über Genie gemacht, damit auch klar ist, worum es überhaupt geht und warum, wieso, weshalb und wie man Genie nutzt. Für alle, die das nicht gesehen haben, aber es trotzdem wissen wollen, was Sache ist, ich verlinke das Video nochmal unten in der Infobox, damit ihr euch das noch ansehen könnt, wenn ihr Fragen habt. Und ich versuche auch eine Videoantwort zu erstellen, dass das hier auch unter dem Video zu sehen ist. Okay, worum geht es hier in diesem Video? Ich darf für Genie im Monat, einmal im Monat, beziehungsweise alle 2 Monate, hier auf YouTube Sachen testen, die man sich bei Genie wünschen kann. Und zwar soll das für die Community auf Genie gedacht sein, um denen ein bisschen quasi zu helfen, Sachen zu finden, die sie sich wünschen können. Also ich zeige euch jetzt Produkte, die ich jetzt getestet habe, eine ganze Zeit lang. Und wo ich sagen kann, ja, das lohnt sich, sich das zu wünschen und das andere lohnt sich eher nicht. Und ja, ich durfte mir Sachen aussuchen und darf die euch jetzt vorstellen. Und das Beste ist, dass ihr am Ende was gewinnen könnt und zwar richtig, richtig toll. Und ich hoffe, ihr freut euch für mich, dass ich das machen darf, weil mich hat es sehr gefreut, weil wirklich da kann man sich super Sachen aussuchen und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen darf. Ich hoffe, ihr freut euch für mich und ja, ihr habt ja auch am Ende noch was davon. Okay, ich fange mal an mit den Sachen, die ich trage. Und zwar habe ich mir zum einen, auf Amazon ist das übrigens alles bestellt worden, also ihr könnt euch ja aus Partnershops was aussuchen und Amazon ist ein Partnershop und da sind jetzt all die Sachen her, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Und zwar, ich fange mal an mit einem Armband. Das ist von Pilgrim und hat so 10, 11 Euro gekostet. Und das sieht so aus. Sieht sehr, sehr, sehr herbstlich aus und deswegen hat mir das auch so gut gefallen, weil wir haben ja Herbst. Und ja, das ist vergoldet und hat so kleine rote Steinchen, die sieht man hier auch. Und die sind dann aber nochmal hier in den Blüten in der Mitte eingefasst und das fand ich sehr, sehr schön. Das kam auf den Bildern so gar nicht so schön raus alles, aber wenn man das trägt, dann sieht das sehr, sehr wertig aus und sehr filigran und ja, total schön. Also wenn euch das gefällt, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen als Wunsch. Oder wenn ihr nicht bei Genie seid, da nicht hin möchtet, dann könnt ihr es euch natürlich auch kaufen. Aber ja, ich hätte mir das jetzt nicht gekauft, weil ich ja Genie, habe ich schon ganz oft gesagt, nutze für Sachen, die ich mir nicht kaufen würde, sondern eher so Sachen, Entschuldigung, die ich ja gerne haben möchte, aber wo ich kein Geld für ausgeben würde. So kleine Luxusprobleme. Ja, also das ist das. Und dann habe ich mir noch eine Kette ausgesucht, die trage ich jetzt auch. Die kann man auch kürzer tragen als so. Jetzt ist es jetzt vielleicht ein bisschen unpraktisch mit meinem Oberteil, dass ich die so lang trage. Aber ich finde das mit so einem großen Anhänger immer schöner, wenn man die lang trägt. Ich komme mal ran, damit ihr die sehen könnt. Das ist nämlich hier so eine, ja, so eine Schleife. Und die ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schön. Also die hat noch diese Steinchen eingefasst. Und ist so golden und die Kette ist auch in Gold und ich finde die wirklich schön. Also mir gefällt die sehr, wobei ich eigentlich nie so große Anhänger trage. Aber die hat mir so gut gefallen, die wollte ich irgendwie unbedingt haben und gefällt mir auch sehr gut. Also die ist auch, wie gesagt, von Amazon. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die gekostet hat, aber so teuer war sie, meine ich, nicht. Und gefällt mir wirklich sehr, also die kann ich auch empfehlen. Natürlich nur, wenn sie euch gefällt. Also das ist ja bei Schmuck immer Geschmackssache. Aber von der Qualität her und vom Aussehen kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann habe ich noch ein Parfüm ausgesucht. Und das eine, das habe ich mir eigentlich nur ausgesucht, weil es so hübsch aussieht. Und das ist hier dieses von Gwen Stefani Harajuku Lovers oder so. Also diese kleinen Püppchen sozusagen, wo der Flakon mit so einem Püppchen ist. Ich habe mir Little Angel ausgesucht, weil das ein frischer Duft sein sollte. Ich wollte jetzt nichts, was ich auch gar nicht als Parfüm tragen würde. Ich mag ja keine schweren, süßen Düfte. Also habe ich mir auch so einen frischen Duft ausgesucht. Und
das Parfüm an sich, also der Flakon, sieht dann so aus. Meine Mutter meinte direkt, und das ist für Erwachsene. Ja. Ja, ich fand das einfach süß. Ich wollte es irgendwie gerne haben. Und dann kann man das hier so abmachen. Kann man natürlich auch nur so aufstellen, das Kleine. Und dann hat man hier nochmal das Parfüm. Und das muss ich wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde. Ich habe das jetzt, seitdem ich es habe, jeden Tag getragen. Wobei ich ja gar nicht so der Parfüm-Junkie bin. Aber ich finde, das riecht so ähnlich wie eins von diesen Essence-Düften aus einer Limited Edition. Dieses mit dem rosa Puschel. Nur ein bisschen klarer, frischer. Nicht so... Also das andere gefällt mir auch von Essence, aber das hier ist nochmal so ein bisschen mehr meins noch. Und ich trage das jetzt irgendwie ständig und nur. Also mir gefällt es echt gut. Und das sieht nicht nur gut aus, das ist wirklich, das riecht auch gut. Also es ist total meins. Und da bin ich sehr, sehr froh, weil ich bin so oft am Meckern mit Parfüm und das gefällt mir. Ja, apropos Meckern, ich habe noch ein Parfüm mir gewünscht und... das gefällt mir leider nicht so gut. Ich habe da jetzt einmal rausgesprüht und habe direkt gemerkt, so, oh, nein, leider nicht. Und das ist das Neue von Christina Aguilera. Ich habe nämlich dieses allererste von ihr, was sie rausgebracht hat, mir damals gekauft und fand das echt gut. Mir hat das sehr gefallen und dann dachte ich so, das hier sieht so ähnlich aus vom Flakon. Vielleicht ist das so eine zweite Version von dem ersten oder so. Aber das kommt leider gar nicht an das ran, also... Ich kann mir vorstellen, dass es vielen gefällt, weil es, ja, es hat schon einen Duft, der sehr, sehr, beliebt sein wird, denke ich. Aber für mich ist es halt nichts, weil ich nur frische und fruchtige Düfte mag und auf keinen Fall was Schweres, zu süß und, naja. Und das riecht so ein bisschen, es erinnert mich gerade ein bisschen an Weihnachtsmarkt. Es ist ein bisschen schwer, es ist ein bisschen süß, ein bisschen würzig. Und ich kann es nicht gut beschreiben, aber es ist leider nicht meins, aber es sieht halt ein bisschen aus wie das allererste von ihr. Also es gefällt mir schon, aber nur äußerlich. Ja, also leider ist das nichts, aber wenn ihr halt auf so süßere Düfte steht und was ich halt gerade beschrieben habe so ein bisschen, dann ist das auf jeden Fall schon was, aber für mich persönlich jetzt leider nicht, also... Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir nicht ausgesucht. Aber so kann ich es zumindest irgendwann mal verlosen. Ja. Okay, dann habe ich mir noch eine Sache ausgesucht und die fand ich so geil. Weil das ist recht günstig für das, was man bekommt. Und es ist einfach so viel und so cool und oh, ich finde das so toll. Ich sage euch mal, worum es geht. Es geht um 3 Lidschattenpaletten mit jeweils 88 Farben. Hammer, oder? Das habe ich auf Amazon entdeckt und wusste, da muss was mit. Ich hatte zuerst ein Set entdeckt für 19,90 oder so mit 2 Paletten und das hier ist jetzt ein 3-Paletten-Set. Also ist schon nicht wenig Geld, aber ich denke, für das, was man bekommt, ist es doch ziemlich günstig. Ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Paletten. Wir fangen mal an mit der 88 Color Eyeshadow Palette. Die heißt so, also sind alle mit 88 Farben, aber die heißt jetzt einfach so. Und zwar ist das diese Palette mit 88 matten Farben, wobei zwischendrin auch schon mal schimmernde sind, aber die meisten sind matt. Und das ist halt ganz, ganz bunt gemischt. Und die wollte ich schon sehr lange haben und als ich dann gesehen habe, dass es die in einem Set gibt mit noch 2 anderen, da ist es um mich geschehen. Ja, also die ist auch wirklich gut. Ich habe ja schon andere Paletten, auch mit diesen 88 Farben und die sind eigentlich immer gut pigmentiert und bin immer sehr zufrieden gewesen damit und die sind genauso gut wie die, die ich jetzt schon habe und oder schon hatte. Dann habe ich noch die 88 Color Hot Earth Eyeshadow Palette. Ja, und die sieht so aus, da sind halt eher so Brauntöne drin, aber auch hier so ein paar grün-bläuliche und natürlichere Farben und ja, der Name sagt eigentlich immer schon aus, was es am Ende ist. Die ist da in dem Set auch noch mit drin und dann ist dann noch die
88 Color Earth Tones Eyeshadow Palette. Also ist auch wieder Earth, also natürliche Farben, aber die ist noch anders als die von eben. Im ersten Moment dachte ich, boah, die sind ja total gleich. Aber wenn man dann mit denen wirklich schminkt, dann merkt man, man findet in der einen Palette doch nicht das, was man dann wieder in der anderen findet. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist total gleich, da sind zwar ähnliche Farben drin, aber im Endeffekt ist das doch wieder anders. Die sieht nämlich so aus. Also man denkt echt so, oh, ja toll, ist ja dasselbe, kriegt man doch eigentlich nur zwei statt drei Paletten. Aber ich habe gemerkt, beim Schminken, da greife ich doch dann entweder in die oder in die und kann nicht nur mit einer dann auskommen, wenn ich dann was ausprobieren will. Ja, und das fand ich das Allerbeste. Also diese drei Paletten fand ich so toll. Und Jeannie hat vorgeschlagen oder angeboten, dass ich fünfmal eine von diesen Sachen verlosen darf. Und ja, da das hier ja diese drei Paletten als eins zählt, weil es ein Set ist, und ich euch auf Facebook gefragt habe, was ihr denn am liebsten gewinnen würdet, und dabei rauskam, dass ihr das gerne gewinnen würdet, werde ich das hier jetzt auch verlosen. Also nicht genau die, weil die habe ich ja schon benutzt und so. Aber ja, ihr könnt jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit der Verlosung, ob ihr hier Kommentare schreibt oder ob ihr das anders macht. Ich schreibe euch alles in die Infobox. Aber ihr könnt auf jeden Fall diese drei Paletten gewinnen, fünf von euch. Also nicht nur einer, fünf von euch. Und das finde ich echt cool. Und da möchte ich Jeannie auch nochmal danken, weil das ist echt eine super, super Idee und total toll. Und es hat mich echt gefreut. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und viel Glück mit der Verlosung. Bitte lest die Infobox hier unter dem Video einmal ausklappen und dann steht da alles, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ich das handhabe mit der Verlosung. Okay, ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und viel Glück und ja. Dann viel Spaß noch mit Jeannie und mit YouTube und ja, macht's gut, tschüss!